Dann gibt es ein ähnliches Blatt. Es ist nur ein bisschen länger. So sieht es aus. Und hier habe ich auf die Basis 4 cm Perlen gesammelt. Auch gleich alles gleich gemacht. Zwei grüne, zwei olivfarbene, eine gelbe, weißen Perlen und so weiter. Und die Anzahl von diesen Reihen ist auch gleich. Nur wenn man sie vergleicht, es ist ein bisschen länger. Das ist das mittlere Kelchblatt. Das brauchen wir nur einmal für die Blume. Die nächsten Blätter, die wir machen, das sind diese großen Blätter. 3 Stück brauchen wir davon. Und das Blatt sieht ein bisschen anders, aber trotzdem ziemlich ähnlich diesem Blatt aus. Ich sage, was hier anders ist, sonst dauert es ziemlich lange, bis ich alles gezeigt habe. Hier auf der Basis habe ich 2,5 cm von Perlen. Und wie man sieht, dieser grüne Teil ist ungefähr so groß wie bei diesem Blatt. Weiter habe ich 2 weiße Reihen, 2 Reihen, wo die Weiß nur bis zur Hälfte geht, also bis zur Hälfte von dieser Reihe, und diese Reihe kommt bis zur Hälfte von dieser Reihe. Und dann noch 2 einfache rote Reihen mit roten Perlen. Was noch sehr wichtig ist, hier sehen wir linke Seite und hier ist die rechte Seite. Man sieht keinen Draht, nichts. Bei diesem Blatt müssen wir so machen, dass oben die rechte Seite ist und unten die linke Seite. Weil wenn wir dann die Blume zusammenbasteln, dann sehen wir diesen Teil und hier muss alles sauber sein. Und von dieser Seite sieht man ganz wenig von diesen Teilen, sondern ganz viel von diesen. Und wenn hier ein Draht ist, dann sieht man das. Nachdem ich 6 Reihen um die Basis herum gemacht habe, sammle ich wieder Perlen für einen Abstand. Und das mache ich folgenderweise. Bis zur Basis, bis nach oben fehlen mir ungefähr 1,5–2 cm. Dann führe ich den Draht von unten nach oben zwischen den Reihen und mache einen Abstand. Ich führe den Draht einfach nach außen, aber vorher muss ich schauen, dass alle Reihen gerade liegen. So. Und jetzt sammle ich Perlen wieder rote bis nach unten und dann diesen Übergang. Wenn wir den Draht von unten nach oben führen, dann kommen die nächsten Perlen von oben wieder und sie verstecken den Draht. Und wenn man von dieser Seite schaut, dann sieht man diesen kurzen Draht und es ist besser, wenn er unten bleibt und niemand den zu Gesicht bekommt. So sieht dann das Blatt am Ende. Die Blätter für die Blütenknospe sehen so aus. Sie unterscheiden sich kaum von diesem Blatt, nur hier sind natürlich rechte Seiten von einer Seite und die linke Seite bleibt links und nicht gemischt wie in dem Fall. Hier habe ich auf der Basis 2 cm gesammelt und dann noch 4 Reihen um die Basis herum gemacht und einen Abstand.
ungefähr gleich wie hier, einfach weniger Reihen und die Basis ist kleiner. Und genauso wie diese Blätter hier sind, muss es sein, weil die fertige Blütenknospe sieht so aus. Und jetzt machen wir die Mitte. Dafür brauchen wir alle Farben außer Rot. Zuerst sammle ich 4 gelbe Perlen. Die 4 Perlen führe ich etwa 15 cm weiter vom Anfang und dann mit diesem kurzen Draht gehe ich durch alle außer der letzten. Also diese bleibt und durch diese 3 führe ich den Draht. Jetzt mache ich das gleiche mit dem kurzen Draht. Das müssen wir haben. Dann sammle ich auf langen Draht etwa 3,4 cm von weißen Perlen. Dann sammle ich wieder all die Farben wie immer und insgesamt muss dieses Stäbchen 5 cm lang sein. Das zweite Stäbchen mache ich genau gleich hier schon mit dem langen Draht. Man muss ungefähr 60-70 cm vom Draht nehmen. Aber ich mache jetzt alles umgekehrt. Ich fange nicht mit diesem Teil an, sondern mit grünen Perlen. Ich mache zuerst dieses Stäbchen und dann mache ich diesen Teil mit gelben Perlen. Das sind die Staubfäden. Die sind 5 cm lang. Und dann haben wir noch diesen Teil, der ist länger. Der ist 6 cm lang. Und anstatt von gelben Perlen sind hier weiße Perlen. Das ist der einzige Unterschied. Man kann sie alle so zusammen nebeneinander machen. Ich zeige jetzt, wie ich das zweite Stäbchen mache. Und genau gleich könnt ihr andere machen. Insgesamt brauchen wir 3 oder 4 von diesen und eine vom Stäbchen mit weißem Ende. Falls ihr auch so einen kurzen Draht habt wie ich kann aus diesem Draht nur 2 Teile machen. Nehmt noch ein Stück Draht, ein längeres und macht noch das, was fehlt.